Okay, einmal zurück, da kommen gerade zu viele auf einmal raus. Sie machen relativ wenig Schaden eigentlich, also ich hätte eigentlich schwören können, sie machen mehr. Oh, jetzt erzähle ich es gerade. Der eine hat ein bisschen arg viel Schaden genommen. Das ist gut, wenn er ein bisschen hochreiten kann. Meine Güte. Das ist echt nicht wenig. Stimmt. Wir haben jetzt einen riesigen Vorteil. Gut. Dass wir uns eine riesige Schussarmee machen können. Ich kann sagen, irgendwas kann ich doch bestimmt machen, um meinen Leuten hier jetzt noch zu helfen. Yep. Noch mehr Kanonen. Das Schönste ist halt das perfekte Training, um sie auf Veteranenstufe zu bekommen. Drei ist ein draufgegangen bei der Aktion hier unten mal. Moment. Du, meine Gutste, kommst jetzt mal auch mal mit hier. Du kommst auch mal mit. Alles kann repariert werden. So, der erste Schwarm ist ja schon mal weg. Ist schon einfach. Wir sind ja ein bisschen in Straucheln gekommen. Wegen dem Problem. Dass hier zu viel rauskam. Aber das scheint. Es geht. Es geht. Es geht. Gerade so, dass es noch geht. Wir produzieren fleißig weiter raus, okay? Können wir noch ein paar Häuser machen? Ein paar Upgraden, okay. Das ist nämlich auch schon mal safe. Puh, 800 Leute. Aber es fehlt sogar noch ein bisschen was an Leuten gerade. Eieiei. Ja, ich sitze einfach gerade mehr auf Militärmacht. So, diesbezüglich, ich möchte einfach so viel schießen können wie nur möglich. Und mit ganz viel kann man vielleicht die Chance. Ganz viel natürlich. Dass wenn wir hier. Das können wir nicht weiter hochmachen, nein. Das geht auch nicht. Und die sind alle so weit drin, wie sie drin sein könnten in der Theorie. Da geht auch nichts mehr hin. Okay, die sind einfach gerade happy und machen mehr Einkommen. Muss ich hier oben noch mal einen kleinen Block machen mit Leuten. Oh, ist zwar nur Gold, aber was soll's. Gold ist trotzdem wichtig. So, hier einen hinmachen. Hier. Hier, hier. Und auch nicht. So, sagen wir nämlich. So, so, so. Auch nicht, okay. Dann bitte das hier mitnehmen, weil das schaut schon echt interessant aus. Aber wir haben einfach so jetzt Strom bekommen. Ja, das ist natürlich geil. Das habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Einfach mal so Strom bekommen. Also das ist jetzt... Das ist etwas Neues im Spiel. Das habe ich definitiv noch nicht erlebt. So, wie machen wir es mit euch hier oben? Ah, wieder Holz. Wieder ein bisschen Holz. Da schaut es auch nach und nach besser aus. Die Verteidigung soll eigentlich mehr als stehen. Da wollen wir eigentlich nur Sorgen machen um die 800 Leute. Deswegen gehen wir nachher zurück, holen uns noch mehr Soldaten und dann können wir sogar noch mehr abservieren. Ja, da kommt schon ein bisschen was an, also. Es ist nicht so, als würde da nie was ankommen. Ich glaube eher, wir müssen heute mal gucken, dass wir auch sagen, ah, guck mal, hier noch einen Turm hinbauen. Und dann sagen wir lieber, drei Stück nach da runter gehen. Drei Stück hier rüber gehen. Ach, Ivo. Läuft doch alles ohne Probleme hier ab. Hm, wenn da oben was ist. Vielleicht findet man noch mal was. Oh, vielleicht gibt es noch so geheime Sachen. Das wäre cool. Das wäre mehr als cool. So, ihr geht nach vorne. Ihr seid mein Elite-Antrieb. Das war nur ein Stein, okay. Wenn da nur ein Stein ist, dann ist es egal. So, und jetzt bitte alle angreifen.
Es sind ein paar weniger geworden mit der Zeit, aber ihr werdet trotzdem glücklich sein mit dem, was ihr bekommt. Genauso wie ihr hier. Zack, zwei Stück nach unten. Das geht natürlich gar nicht, dass hier gar nichts mehr produziert wird. Hier hin. Verlegung. Ah, ihr dann. Ihr neue Leute. Ihr neue Leute. Tag 32. So. Das ist schon mal Aufgabe Nummer 1. Dass das jetzt so funktioniert hat. So, wie schaut es bei euch hier oben aus? Ihr scheint gut zu schlachten, oder? Ja. Ein bisschen zu gut sogar. Aber ihr braucht auf jeden Fall Nachschub. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ein bisschen was braucht ihr schon noch nach und nach. Okay, wie wär's denn mit... So. Wir verarschen dann die KI, das ist doch klar. Tralali und tralala. Warteschleifen sind voll. Oh. Ich bin so kriegsversessen gerade, dass die Warteschleifen bereits voll sind. Aber eins müssen wir noch machen. Da haben wir dann ein Problem nämlich. Nahrung. Ja, da wird es nach und nach ausgehen, würde ich mal sagen. Haben wir schon ein Tor gemacht? Ja, da hinten haben wir ein Tor. Da hinten haben wir ein Tor gemacht. Würde ich mal sagen, mit den 6 Leuten können wir doch bestimmt erstmal jetzt zurücklaufen. Wenn nicht, dass hier wieder irgendwas uns den Weg abschneidet, das wäre natürlich nicht schön. Das wäre komplett unschön. Farmlandschaft. Achso, ich kann wieder nichts bauen. Ich will gerade sagen, wo ist jetzt wieder das Problem, aber ich kann nur nichts bauen. Das ist natürlich was anderes. So, nach da oben. Nächste Farm. Schauen wir doch mal. Das ist auch noch so weit da. Mit euch an unserer Seite. Auf nach oben. Auf nach oben. Immer im Verbund laufen. Immer im Verbund laufen. So. Formationsangriff. Können wir dann vielleicht noch ein paar mehr Leutchen hier holen. Auch nicht wegen Nahrung, aber das wird ja gemacht. Da sind wir dran. Das ist ein gutes, dass wir da momentan schon dran sind an dem Ganzen. Wo noch einen hin? Sagen wir es können, bauen wir überall Sachen hin. Und sag mir bitte, ich finde hier noch irgendetwas. So ein bisschen Nahrung wäre cool. Irgendwelche. Yep. Und auf der Verdammten. Genau das, was ich wollte. So, jetzt bin ich doch darum. Räuchert sie aus. Nahrungsmittelkisten, ja! Oh je. So, und jetzt ein nach dem anderen hier knallen. Ich weiß, ihr könnt das. Ihr müsst bloß ein bisschen hindurchhalten. Nur ein kleines bisschen. Lasst den Mann ein bisschen ausschnaufen. Ich kann sagen, lasst ihn hier ausschnaufen. So, wir haben wieder volle Sachen bei allen momentan. Das heißt, bauen. Das ist nichts blockiert auf die Art und Weise. Manchmal sind die Gegebenheiten mehr als komisch. Das muss ich echt sagen. Manchmal ist es echt irgendwie merkwürdiger Natur. So, das haben wir jetzt auch soweit gemacht. Wir haben Essen. Und wir haben hier auch jetzt jede Menge noch dran gebaut. So, wunderbar. Weiter angreifen. Der Megaschwarm ist weg. Das heißt, wir können uns jetzt darum bemühen, den Rest noch wegzubalschen. Oh. Und wieder zurück. Ah, das ist echt schlimm, wenn man die ganze Zeit vor und zurücklaufen muss. Jetzt da. So. Haben wir noch ein paar mehr? Natürlich haben wir noch ein paar mehr. Die kommen mit. Die werden wir jetzt gut gebrauchen können da oben. Nein, keine Türme. Tag 31, okay, Türme. Das ist da drauf, wir brauchen jetzt noch ein paar Türme.
So, so und so. Es ist nicht wirklich viel, was hier alles abgehält, aber es ist besser als gar nichts, sagen wir es mal so. Jedes Türmchen ist mehr als Gold wert. Komm schon, komm schon, komm schon. Die müssen so elendig viel Krach machen hier, dass es nicht mehr feierlich ist. So, jetzt habt ihr 6 weitere Kanönchen. Macht das Ding nieder. Das heißt, 3, 4 Zombies weniger, die rauskommen können. Produziert noch, ihr produziert noch, das ist schon mal gut. Das letzte hier können wir auch noch upgraden. Ja, jetzt wäre es echt schön zu wissen, wo genau sie rauskommen. Ich kann sogar gelegentlich mal Zwischenräume füllen. Das ist natürlich süß. Das ist natürlich mehr als süß. Also das nenne ich jetzt meine Turmwand. Da könnt ihr echt nichts mehr dagegen sagen. Und für den Notfall bauen wir hier auch noch was hin. Einfach nur, um sie zu nerven damit. Hallo? Trupp Nummer 1, Dankeschön. Oh, Trupp Nummer 1, komm schon. Zeig, was in dir steckt. Verfahren bist du umfallen. Schieße weg, schieße weg, schieße weg. Okay, das heißt, hier dürfte auch nichts mehr sein, oder? Nein, hier ist nichts mehr. Hier ist rein gar nichts mehr. Oh yeah. Oh yeah, wegballern. Ja, wunderbar. Genau das, was ich nicht gehofft habe. Vom Osten. Jetzt natürlich die Frage, von welchem Osten? Von dem Osten oder vom anderen Osten? Also auf jeden Fall müssen die Leute wieder rein. Das ist schon mal sicher. Das ist richtig sicher. So, alle weiteren Einsatzzonen, die wir haben, sollen hier rüber geschickt werden. Das gleiche ist hier. Die gesamte Armee nach da drüben hinrücken. So. Egal was wir haben. Noch einen Turm hinbauen. Nochmal einen Turm hinbauen. Türme sind Gold wert. Wenn man sich noch ein paar leisten könnte. Ich hab doch cool, Leute. Wir haben doch einen Markt. Dort natürlich haben wir es auch. So, besser. Jetzt bitte ich darum. Da noch ein, da noch ein, da, da und da. Und wenn wir es noch können, da auch noch. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Ja, es ist ein teures Spiel. Es ist ein sehr teures Spiel, was ich gerade hier spiele. Hier noch hin. Da noch ein bisschen was hinbauen und da auch noch gleich. Das bisschen, was ich jetzt noch übrig habe, muss in Mauern reingesteckt werden. Einfach nur um zu aufzuhalten. Oh, bitte lass es einfach nur gut ausgehen. Lass es einfach nur bitte gut ausgehen. Nie Osten. Sie müssen von einer von meinen Sachen hier kommen. Okay, von da oben kommen sie. Allmann hier hoch, Allmann hier hoch. Kann ich noch ein bisschen Holz? Ich habe natürlich kein Holz mehr. Wir wissen ganz genau, Holz ist gerade für mich so quasi Luxusware. So, hier hin. Hier hin. Wo sind die nächsten? Hier hin. Wo waren die anderen? Auch noch hier mit. Egal was ich habe, egal wo was rauskommt. Alles muss jetzt hier rüber. So schnell wie möglich. Na komm, werd fertig, werd fertig. Da können noch ein paar rüber hin. Einfach nur, weil es gerade zu viele sind. Hier noch rüber hin.
Geh noch rüber hin. Okay, das sind sie jetzt zu schnell durch. Da sind sie viel zu schnell durch. Können wir vielleicht im Hintergrund noch eine zweite Notfallmauer gerade mal hinbauen, weil ich glaube. Sonst haben wir nämlich da eins nicht mehr. Ja, da war oben. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Schieß sie weg, schieß sie alle weg. Tag 48 auch noch. Oh, komm. Ich meine, das ist schon abartig, was meine Krieger leisten müssen. Das sollte ja. Jetzt spuckst du Veteran aus. Aber sie hält. Die Mauer hält. Oh Gott. Okay, Moment. Abbrechen. Wobei, das ist das meist Notfallmauer. Hup. Das war jetzt nicht von mir so gewollt, aber okay. Du, du, du. Du, 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 du. Ihr alle raus hier. Der Rest bleibt so, wie er ist. Und geht einmal durch das Loch durch. Wenn wir jetzt eher schon ein Loch haben, können wir auch hier durchlaufen. Das kann jetzt echt sein, wenn wir das hier vor uns hinbauen. Nahrungsmittel. Warum zum Henk ist es so schwer, Nahrungsmittel überall zu bauen? Da haben wir noch ein bisschen was. Die Küste. Ach, guck mal. Stimmt. Wir haben an der Küste nie was hingebaut. Da können wir auch noch ein bisschen was herholen. Mit ein bisschen Energie. Und ein bisschen was. Ah, Holz fehlt uns, okay. Holz kriegen wir auch noch keinen. Liebes Spiel. Du hast gerade von Herzkasper bei mir gesorgt, aber es hat funktioniert. Die Mauer hat hier funktioniert und wird auch ein weiteres Mal halten. Wenn wir nämlich noch mehr Truppen haben. Oh ja, habt richtig gehört, wir werden noch mehr Truppen bauen. Und die zweite Schutzmauer hinten wird auch noch darstellen. Oh, das wird eine. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. 33 Tage, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Tag geht überhaupt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer. So. Boah, ja, alles in Ordnung? Ja. Sag echt, das war's da oben. Ich hätte echt gedacht, die kommen hierher. Ich hätte gedacht, die kommen volle Kanne hierher gebreddert. Aber da habe ich mich wohl geirrt, so wie es ausschaut. Ich meine, da müssen wir auf jeden Fall hinten. Hm? Na, jetzt fehlt's heute wieder. Ja, der steht auch ein bisschen doof gerade rum. Wir könnten hier auch noch weiter expandieren und machen und tun, aber das bringt gerade rein gar nichts. Da bin ich gerade eher. Haben wir noch überhaupt einen. Nein, ich hätte gedacht, wir hätten vielleicht noch ein normales Häuschen da, aber wir haben bloß noch. In Anführungszeichen bloß noch die großen Häuser. Okay, geht nicht. Ich brauche die kleinen nicht mehr. Bringt nichts mehr. Der Nutzenfaktor von denen ist schon voll, kann ja loschen. Hallöchen, Speicherpunkt. Ich bin noch gespannt, nachdem hier so viel noch waren. Ob hier vielleicht. Na komm. So. Wenn wir schon mal das unverschämte Glück haben, unseren Vorrat an Pistolenschützen noch weiter auszubauen, dann machen wir das so. Aber jetzt wird ja echt nichts mehr kommen eigentlich. Also, jetzt heißt es ausharren. Ich meine, wir haben verloren, wenn wir den Tag 68 erreicht haben, also. Hoffe ich mal, dass wir den so schnell nicht erreichen werden. Ach genau, wir haben ja noch hier was. So, so, so. Ein wunderschöner Zickzackkurs. Und die Mauer geht noch nicht ganz so. Macht nichts. Oh, das wäre jetzt so schön. Das haben wir eigentlich gefunden. Wir haben eigentlich Nahrung gefunden, wir haben Strom gefunden. Was schon mal gut aushilft. Das hilft uns richtig gut aus. Wir können es dann noch ein bisschen mehr vertragen, aber. Lassen wir mal bleiben. Lassen wir mal bleiben. Ja, ich bin auch gerade wieder leicht sprachlos, wie ihr sehen könnt. Haben wir die Farm schon? Das haben wir auch. Das haben wir auch. Ah, warte mal. Da haben wir noch ein bisschen Ressourcen für eine Farm.
Wir können auch hier hinten gucken, dass wir irgendwas hinklauen einfach. Dann müssten wir Squid hier hinmachen und das verteidigen und... Oh, yeah. Ich glaube, das wäre mehr Arbeit, dass es uns überhaupt was bringen würde. Aber wir sehen schon mal, die Karte ist auf jeden Fall mehr als gut freigeräumt.